Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Funtime Arena. Manny und ich, wir sind heute wo? Im Moviepark. Genau, wir haben nämlich zwar immer noch die Halloween-Season, aber in diesem Video soll sich halt einfach mal darum drehen, hier ein bisschen Spaß zu haben, denn der Moviepark ist einer deiner Lieblingsparks, ne? Ich war jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr da und deswegen gibt es auch ein paar Sachen, die ich noch nicht kenne. Oh, und die werden wir heute erkunden. Ich hoffe, dass wir ein bisschen was fahren können, weil es wird wirklich heute proppevoll werden. Ja, was wir erleben, das erfahrt ihr jetzt gleich nach dem Intro. Also dranbleiben und bis gleich. Zurück im Video. So, ja, Samstagmorgen, wir sind im Moviepark. Ja, das letzte Wochenende, bevor es dann richtig zum Halloween, langem Halloween-Wochenende geht. Und wir sind deswegen halt nochmal hier im Park, um natürlich auch hier ein bisschen Halloween-mäßig was mitzunehmen. Das werdet ihr aber in einem anderen Video sehen. Und ja, in diesem Video geht es halt einfach darum, Manny nochmal ihren Lieblingspark zu zeigen. Ja. Du kennst dich ja überhaupt gar nicht aus wahrscheinlich. Nein, ne? Das ist schon so lange. Ja, nein, es ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Aber es war schon Moviepark, wo das letzte Mal hier war. Ne? Ich habe echt Befürchtungen, dass wir heute wirklich nicht viel schaffen werden. Wir können sowieso keine On-Rides euch hier präsentieren, weil das ja, ja nicht erlaubt ist. Oder man muss es halt mit dem Park vorher absprechen. Das haben wir an dieser Stelle natürlich jetzt nicht. Wir sind einfach privat hier, haben gerade schon gesehen, bei Van Helsing, der Indoor-Achterbahn steht 70 Minuten an. Und das ich befürchte schon. Schlimmes, ja. Ja. Wir gehen gerade Richtung Federation Plaza. Hier gibt es nämlich eine Achterbahn, die du noch nicht kennst. Ja. Also schon, weil du hast sie schon gesehen, aber du bist ja noch nicht gefahren. Ich bin sie noch nicht gefahren. Genau, Star Trek Operation Enterscheiß, oder wie wir hier so immer so schön sagen. Ja, Star Trek Operation Enterprise wird jetzt gefahren. Schatz, wir müssen irgendwann anfangen, aber guck. Ja, dann ist es halt so, ne? Wir haben doch hast Zeit. Du gehört, Junge? 70 Minuten. Oh, aber wir haben ja, doch Zeit. Tschüss, Baba. Richtig Baba Handstellzeit. Ja, wir werden jetzt 70 Minuten mich anstellen, oder wir wollen uns anstellen. Ihr seht kein On-Ride, ihr seht uns einfach denken. Aber meine Meinung seht ihr gleich. Ja, richtig. Es ist eine Achterbahn von Mack Rides mit Star Trek-Thema, wie soll es anders sein? Und ja, wir gehen jetzt auf die Brücke und kannst du das? Ich kann das eher nur mit der anderen Hand. Wollt ihr so? Ja. Ach, egal. Dann mit der anderen geht's. Wir werden fahren. Rückwärts, vorwärts. Ole, ole. Ich mich auch. Also, bis gleich. Wir kommen gerade raus hier aus Star Trek Operation Enterprise. So, deine erste Fahrt mit dieser Achterbahn von Mack Rides. Sag doch mal, wie hat's dir gefallen? Mir hat sehr gut gefallen. Ich fand dieses einmal kurz rückwärts und dann wieder runter fand ich unangenehm, aber auch nur, weil ich dieses Höhenproblem habe. Sonst fand ich sie sehr schön. An den Phasen, wo man so langsam wird, fand ich auch ein bisschen komisch, also im Bauch so, aber sonst fand ich die sehr schön. Ich finde, die Sitze sind ja super bequem. Ja, aber das ist ja gerade das Coole, wenn man das so abhängen kann, so richtig chillig. Ja, ganz chillig. Ja. Angst haben muss, da rauszufallen. Ja, das ist ja ein anderes. Nein, ich fand die wirklich gut. Aber dieses rückwärts und dann wieder zurück, das fand ich nicht so schön. Wenn du schnell Gefühl, wirst? Wenn du zurückfährst, wieder rückwärts und dann wieder runter, dieses Gefühl mag ich nicht, weil das war wieder dieses Fallen und das kann ich nicht. Das kribbelt so überall. Ich mag das nicht so gerne, aber sonst fand ich die super und die Sitze, die sind wirklich toll. Hast du nicht noch bei Bluefire gesagt, so Ja. Aber jetzt sind sie gut. Doch, die Sitze sind top,
aber als ich die Sitze gesehen habe, kam mir direkt wieder Flashback und ich dachte, ja. Oh Gott, nein! Aber die Bahn, die war schön. Ja, wer es nicht weiß, Blue Fire ist auch eine Mack-Bahn, hat dieselben Sitze. Es gibt halt einige Bahnen auf der Welt mit solchen Sitzen. Aber hier kann man nicht noch den Puls messen, ne? Das hast du ja bei Blue Fire. Ja, nee, aber das funktioniert halt auch nicht. Ja, ja. Das funktioniert halt. Ja. So, ja gut, erste Bahn gefahren. Wir haben jetzt, warte mal, wir mal gucken. Hier standen weniger. Um 10.20 Uhr haben wir uns angeguckt. Ja gut, wir sind jetzt auch schon ein paar Minütchen raus. Ja. Ja, es waren auf jeden Fall keine 70 Minuten. Ja. So, also positiv. War noch irgendwas, was wir erwähnen sollten? Hast du irgendwas gesagt? Ah ja, genau. Ja, dass es halt positiv ist, dass, ja, es dass nicht, so lange nicht so lange gewartet haben, ne? Wie eigentlich anstand. Ja, ja. Und wir haben jetzt hier wirklich, also mit zwei Bahnen wird gefahren, wir haben innen drin angestanden und dann geht man halt, wird man ja gebeamt auf die Enterprise. Da ist halt leider schon seit einiger Zeit da die Pre-Show funktioniert nicht, aber normalerweise ist halt dann, dass man dann halt noch diesen Weg hochsteht, bis man dann in der Station ist. War aber nicht, ne? Ja, wir konnten sind komplett direkt, durch. Genau, wir konnten direkt einsteigen, sind wir aber nicht, weil wir dann nochmal einen gewartet haben, damit wir komplett hinten fahren konnten. So, ja, weiter geht's, ne? Ja. Es ist Zeit für eine Horn-Sotterbahn. Yeehaw! Hier im Wild West Timberage. Warum reden die so komisch? Weiß ich nicht. Ja, wir fahren eine Runde Bandit. Du kennst Bandit auch noch von damals. Ja. Und? Tat's weh? Ja, aber es ist schön. Ja, es wird geretrackt aber in der Zeit. Ah, okay. Das heißt, einige Passagen sind ein bisschen angenehmer, andere unangenehmer. Waren angenehmer, sind jetzt aber auch wieder etwas ruppeliger. Okay. Aber es ist eine Holzachterbahn und deswegen gehört das auch dazu, liebe Leute. Ne? So ist es. Ja, man muss auch mal hart im Nehmen sein, das sind wir. Absolut, ich bin mit dir zusammen. Eben, Prädikat besonders wertvoll. So, wir gehen rein und Maddys Meinung, nachdem sie sich einen Holzsplitter abgeholt hat. Genau. Tja, da sind wir raus und wir leben noch. Noch? Wer Erzähl weiß, doch mal. Vielleicht sterben wir auch an Hirnblutungen oder sowas. Also sie ist natürlich absolut schmerzvoll, aber schön. Ich liebe sie trotzdem. Ja. Ja. Ja, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es ist jedes Mal, ich habe schon so oft gesagt, ja, es ist okay, also ist jetzt nicht, man kriegt es hin. Also, ja, ist jetzt nicht wirklich. Es ist schon. Ja, es ist halt eine Holzachterbahn. Ja, so. Aber ich finde das. Ich finde die toll, Ich feiere die. Ich verstehe es halt nur nicht. Also sie wird geretrackt, jetzt ich glaube fast komplett einmal durch oder ist jetzt einmal komplett durch. Und ich hatte wirklich mal schon mal welche Zeiten, wo ich gesagt habe, okay, die ist jetzt komplett super smooth zu fahren. Dann hast du danach das Mal, fährst du wieder und denkst, hä, haben die überhaupt was am Retracking gemacht? Und jetzt ist wieder so eine ganz okay Fahrt gewesen, so ein bisschen was dazwischen. Ich finde aber so, die letzte Passage, wenn du da, bevor du in die Bremse kommst, das ist ja eigentlich das, was sie zum Schluss gemacht haben, da rappelt halt nochmal ganz, also noch viel ordentlicher. Ganz geil finde ich es, wenn wir reinfahren, dieses. Ja gut, das ist halt die das Bremse, ich das ist so cool. Geil. Alle sagen mal, guten Morgen, so. Ja, nein, aber ansonsten. Ich finde die toll. Ja, auch muss wenn halt danach so sein. Alles so weh tut, aber das muss. Ja, Holzachterbahn heißt auch, das Holz zu spüren. Und da muss es halt auch mal so ein bisschen hier und da zwicken oder so. Ja, ich werde dann wieder blaue Flecken kriegen. Ich bin ja so anfällig dafür. Ja, ich habe halt immer so ein bisschen Probleme mit meinen Oberschenkeln, sag ich mal so. Ich bin dann halt in dem Sitz drin. Und wenn meine Oberschenkel dann immer den hier machen gegen den. Du bist ja auch sehr groß. Ja, das ne? ist halt das Problem. Ich glaube, sonst wird mir das auch gar nicht so. Es ist jetzt auch nicht wirklich schmerzhaft. Also, ja. Ich finde es cool. Es gibt halt schade, dass die Fotos nicht funktioniert haben. Ja, das stimmt. Ich hätte gerne gesehen. Das haben wir auch gerade schon bei Star Trek gesehen, dass auch da die Fotos nicht anhaben. Guck mal, jetzt steht sogar 90 Minuten an. Und lustigerweise, hier gibt es ja Iron Claw, das ist ja der SLC. Der sollte ja eigentlich ein Lucky Luke-Thema haben. Und das haben sie ja nicht umgesetzt, haben ja selber dann so eine kleine Thematisierung reingehauen, also ein bisschen an Material neu dazu gemacht. Aber Lucky Luke gibt es halt jetzt immer noch im Bandit-Shop zum Kaufen da. Also irgendwie so ein bisschen Lizenz ist dann doch noch da. Ja gut, haben wir das? Ja. Die meisten würden jetzt sagen, das Schlimmste hätten wir jetzt. Ich fand es aber gar nicht so schlimm. Also man muss auch nicht rumheulen. Das ist und bleibt eine Holzachterbahn. Und da muss man auch wissen, was man davon hat, wenn man da drauf geht. Und das ist halt ganz okay. Na, hast du Hunger? Ja. Ja. Wie gut, dass wir hier in so einem Dunkin' Donuts auf einmal sitzen. Wahnsinn. Ja, wie hineinteleportiert. Ja. Wir haben noch nicht gefrühstückt. Ist das eine gute Begründung für das, was natürlich. Wir hier gemacht haben? Es ist doch schon nach 12. Ja.
dann, also Dunkin' Donut sagt euch wahrscheinlich was. Hier gibt es nämlich Donuts. Teigtaschen. Teigtaschen. Nein, ja, ich hab, muss mal ganz gucken, wo ich es habe. Ich habe es nämlich extra hier mitgenommen. Ja, wir haben uns eine Wurst geholt mit, tada, sechs Donuts. Und ich bin hier Jahreskartenbesitzer. Ich habe hier die Gold-Jahreskarte und wir haben dazu noch zwei Kohlen. Colas genommen. Und hätten normalerweise, was hätten wir normalerweise bezahlt? Auf jeden Fall irgendwas über 21 Euro. Ist das richtig? Ja, 22, glaube ich. Ja, und jetzt haben wir aber 17,70 Euro bezahlt. Ja. Welche sind deine, welche sind meine? Zeig mal. Das ist meiner. Der hat Aufpreis gekostet. Du musst es sechsmal wieder zuschlagen. Ja, der hat Aufpreis 1,50 gekostet. Wahrscheinlich wegen dem schönen Topping. Und dann habe ich den mit bunten Streusel. Und ich habe den, weil der so schön pink ist. Da ist gar nichts drin. Magst du nicht was drin? Doch, ich mag das. Da ist was drin. Ja, ich habe den hier, der ist, da ist Blaubeere drin. Und das hier ist mit Apple Crumble. Das ist aber kein richtiger Donut. Ein Donut hat normal für mich immer so ein Loch. Ja. Das ist für mich, also bei uns heißt das Berliner. Oder Krapfen oder so. Ja, ja, oder ist es ein Cronut? Nee, da ist Apfel drin. Ein Apfel-Donut. Apple-Donut. Ja. Und das ist heute Caramel. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt essen soll, ohne dass ich meine Finger da dreckig mache, weil das ist überall so klebrig. Ja, naja. Dafür hast du doch. Ja. Aber ich freue mich. Yum, yum. Ja, das wird jetzt sehr gut, weil... Man sieht ja, ich esse sehr gerne Donuts. Ja. Und ich esse auch gerne Donuts, weil da meistens noch drin ist in meinem Kopf. So, essen wir? Ja. Guten Hunger. Gibt es da nachher auch noch was mit Käse oder so? Oder mit... Oh, ich muss auf jeden Fall noch warm essen nachher. Ja. Ja. Churros. Ja, ja, das auch. Aber Churros das sind ja eigentlich... Das wird halt das große Fressen hier. Churros sind ja eigentlich auch nichts anderes als Donuts, ne? Also ja, nur langgezogen. Ja, aber ich liebe sie. Das, weil letzte Woche habe ich keine bekommen. Ja, da war sie sehr traurig und ich musste mir das anhören. So. Ja. Jetzt kriegst du beides. Was ist denn, wenn man hier durch das Loch einfach so noch so ein Churro so, oh, das zieht? Ist geil. Wir haben eine neue Kreation geschaffen. Donut. Ja. Wir essen das mal und wenn wir rund sind, melden wir uns wieder. Ja. Tada! Wir haben gezaubert. Alle weg. Alle weg, du bist auf dem Kauen. Herzlich willkommen bei Fanta Marina The Magic Show. XXL. Ja, war lecker. Aber jetzt bin ich so süß, ich brauche jetzt auch noch was Herzhaftes irgendwann. Immer mit Speck oder so. Nicht jetzt, direkt, oder? Nicht? Andere Sachen sagen Nachtisch, was Süßes. Bei uns ist der Nachtisch jetzt was Herzhaftes. Ja, genau. Also ich weiß auch noch, ich würde ja gerne Burger essen, aber du bist ja nicht der Fan von diesen Burgern. Ich weiß nicht, hier gibt es unterschiedliche Burger. Ja, Kinder-Dings hinten. Sehe ich aus wie ein Kind? Aber ich fand die immer sehr lecker da. Ich hätte gerne. Und heute sind wir ja nur für mich hier. Eine Bratrolle oder so. Du, ey. Kulturbanause. Ja, aber so ein Frikadelle zwischen zwei Brötchenhälften. Das ist, dann das also ist voll lecker. Ja, das ich gab weiß. Es damals, als es noch All You Can Eat gab, war ich immer da essen. Mit den Kindern. Okay. Ja, dann müssen wir das tun. Ja. Ja. Ja, ich habe hier, also ganz ehrlich, ich esse hier nicht wirklich oft was. Also manchmal gehe ich ja zu, also ich hole mir so Kleinigkeiten. Entweder mal so eine Barmischeibe oder eine Frikandel. Geht halt immer klar. In den Burger-Restaurants hat gar nichts damit zu tun, dass sie vielleicht mir nicht schmecken. Hab da auch schon gegessen, nur da steht immer meistens mittags immer so viel an, da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen gehe ich mir immer so irgendwo eine Kleinigkeit holen, das reicht mir dann halt irgendwie. Ja, guck mal. Du bist ein großer Mann, bei dir passt viel rein. Ja, und er ist natürlich auch gerne. Wir sind jetzt mal ins Nickland gegangen, also der Kinderbereich, da fühlen wir uns wohl. Da sind richtig, wir zu Hause. Genau, das war richtig aufgehoben. Und hier hinten, ganz am Ende vom Nickland, ja, gibt es eine Achterbahn, die Melly so noch nicht gefahren ist? Also in dieser Version noch nicht. Denn hier stehen die Moviepark Studios. So. Ja, eine Attraktion zwischen Dark Ride, Themenfahrt und Achterbahn. War gar nicht so lange auf. Von der Eröffnung gibt es hier auf jeden Fall ein Video auf dem Kanal. Könnt ihr mal rumgucken. 5 ist. So, jetzt mal neben. Mit der Studio-Tour. Und übrigens, wenn ihr einen On-Ride davon seht, ja, sehen wollt, oh, guck mal, da kam sie gerade, dann hier nicht im Video, aber guck mal auf dem Kanal rum, auch davon gibt es von dem Eröffnungstag hier ein On-Ride auf dem Kanal. Könnt ihr euch mal dann richtig reingucken. So, und wir fahren das jetzt
Und ja, wir sehen uns dann auf der anderen Seite wieder. Ciao! Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, willkommen in den legendären Moviepark-Studios. Mein Name ist Andy, Regieassistent des weltberühmten Regisseurs und Visionärs Steven Spielberg. Eigentlich würde er euch an dieser Stelle begrüßen. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Er dreht heute nicht nur einen, nicht zwei, sondern drei Filme zugleich. Wir haben gerade eine Studiotour. Eine Studiotour hier im Moviepark mitgemacht. Und? Ich fand die sehr schön, die lässt sich so toll fahren. Ja, so weich. Guck. Da. So weich, kein Gerüttel, nix. Ja, ist ja auch noch einer der neuesten. Ist wirklich schön. Attraktion, also so die neueste Achterbahn und das ist auch immer noch die aktuellste, neueste Bahn hier. Ja, Bahn. Ja, ich finde halt, es ist eine Achterbahn, aber ich bezeichne es nicht so. Ich finde das halt als etwas. Eine etwas schnellere Themenfahrt, so würde ich es sogar bezeichnen. Ja. Für Jung und Alt und alle dazwischen. Ja, meine Mutter war schon mit drauf, ne? Ja, das stimmt. Wir waren ja schon mal hier und da haben wir das in der Halloween-Version gefahren. Abends wird es ein bisschen blutiger, denn da wird alles, es gibt ja halt so ein bisschen Media-Content, es wird alles rausgenommen und wird halt durch blutige Sachen ersetzt. Ja. Und da ist es dann halt für kleine Kinder nicht mehr empfehlenswert. Ich glaube, die haben es jetzt aber auch runtergesetzt. Ich glaube, weiß nicht, ob das ab 12 oder ab 14 ist, ich weiß nicht. Auf jeden Fall müsst ihr auch mal da vorne gucken. Am Eingang steht dann, ab wann das denn genau ist. Ein bisschen früher, als wenn hier die Monster am Halloween raus sind. Aber das war ganz nett. Achtung, nochmal. So. Ja. Wirklich schön. Wirklich ja, haben sie schön gemacht. Da könnte ich auch 2 Stunden drin sitzen und immer wieder. Ja, und dann immer noch welche neuen Sachen entdecken. Am besten, wenn du dann nächstes Mal auch deine Brille und dabei hast. Und wenn ich meine Brille mit habe, erkenne ich bestimmt auch. Ja, aber Bugs Bunny hast du jetzt gesehen. Bugs Bunny habe ich gesehen. Ja, sehr gut. Also es gibt sehr, sehr, sehr viel, was man da entdecken kann. Das ist ja auch eigentlich ein Geschenk, was der Moviepark sich selber gemacht hat. Und hat sich ja zum Geburtstag praktisch damals. Und da gibt es halt sehr viel aus der Historie des Movieparks zu sehen. Ich habe auch bald Geburtstag, kriege ich auch sowas. So eine Achterbahn? Ja. Hast du ja noch irgendwie so eine kleine Halle irgendwie zur Verfügung? Ich dachte, da organisierst du alles. Ja, YouTube also. Meine Regel, ganz klar. So, ja, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde oder so. Ja. Wir haben was gegessen. Ja, also wir waren hier beim Snack and Drink im Nickland, weil du da Kindheitserinnerungen oder... Ja, Erinnerungen mit meinen Kindern. Ach so. So, ja. Hattest, ja. Und war der Burger denn genauso wie... Der war genauso wie damals, wie ich in Erinnerung hatte. Wir hatten damals, als ich mit den Kindern noch hier war, gab es immer dieses All-Inclusive und dann kamen wir da immer essen. Ja, ich glaube, es gibt es gar nicht mehr. Ja. Eigentlich schade. Der Park ist ganz schön voll, haben wir ja schon erklärt. Deswegen dauert es auch ein bisschen länger, wenn man was zu essen haben will. Ja, ja. Also das es ist auch gar kein länger. Problem. Ja, das muss man mit einbeziehen, das ist gar kein Problem. Wenn dann halt eine Person, und das ist immer die Person meistens dann, wo ich mich anstelle, dann so extrem langsam arbeitet, dass sich alle Leute in der Warteschlange darüber aufregen und sich über den lustig machen. Und wenn der Kollege oder die Kollegin auf der anderen Seite an der Kasse, in der Zeit, wo er einen bedient, 3 oder 4 Leute bedient, dann ist da irgendwas falsch. Und keine Ahnung, also der Laden war komplett voll, die standen bis draußen und es war halt wirklich, also es hat wirklich sehr lange gedauert. Das sag aber wirklich nur an diese eine Person, hätte ich mir an der anderen Seite eingestellt, ich Volltrottel, und dann hätte ich länger das Essen gehabt. Man kann ja auch an den Terminals sich anstellen. Man ne? kann sich auch an den Terminals anstellen, das hat auch keiner gemacht, das verstehe ich auch nicht. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, da meine Karte dran zu halten, meine Jahreskarte, weil ich sonst, weil ich bekomme Rabatt und den möchte ich natürlich haben, also bin ich dann zur Kasse gegangen. Vielleicht geht das, vielleicht war ich zu doof, aber ja, alle anderen auch, haben halt ein bisschen länger gewartet. Wie gesagt, der Park ist voll, kann man verstehen, aber zu diesem langen Warten kam auch noch dieses langsame Arbeiten. Der ist wirklich für jeden Burger einzeln gelaufen, für jedes Getränk einzeln gelaufen. Dann hatten wir ein Getränk, das hatte nur halb befüllt, da war halt nur so viel drin. Und dann muss er halt nochmal hingehen. Ich habe dem halt gesagt, ich möchte halt gerne ein volles Getränk haben. Und dann ist er nochmal dahin gesteppt. Ja, war ein bisschen schade. Ein bisschen Zeit verloren, aber was soll's. Wir haben heute keinen Zeitdruck. Aber auch wenn es halt mal ein bisschen negativ ist, dann sollte man es halt auch erwähnen.
Burger an sich ja, war ja gut, das Essen Standard. War Standard. Es lag halt wirklich okay. an diesem einen. Ja, hätte halt ein bisschen mehr Zeit gleich oder weniger Zeit in dem Laden dann halt verbringen müssen. Ja. Aber naja, gut. Vielleicht hat er auch irgendwie gefeiert, war ein bisschen müde an dem Tag, man weiß es nicht. Wir sind jetzt hier gerade nochmal bei der Studiotour und ja, die hatte gerade einen kleinen Ausfall. Jetzt kommt gerade wieder ein Zug gefahren, erstmal natürlich ohne Person. Erstmal die Testrunde, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Ich wollte euch was anderes zeigen und zwar hier, fällt euch was auf, wenn man genau guckt, hier oben überall, da wurden schon überall wunderschöne kleine Lichter angebracht, also hier an dem ganzen Turm. Und noch an ganz vielen anderen Stellen hier im Park. Man ist nämlich schon, neben dass hier Halloween läuft, auch schon die Weihnachtssaison am Vorbereiten. Nicht nur hier, sondern auch an vielen anderen Stellen. Hier wird nämlich auch, ja, in diesem Jahr zum ersten Mal es eine Weihnachtssaison geben. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen. Zum ersten Mal generell hier im Park, dass es hier, ja, auch im Winter eine Öffnung gibt. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mit ganz vielen Lichtern und ja, mit ganz vielen Specials in diesem Jahr. Werden wir auf jeden Fall auch mal da sein. Und uns das auch mal angucken. Es wird hier gerade windig, ne? Gucken wir uns an. Ja, natürlich. Ja, ich freue mich schon. Ich bin sowieso so eine kleine Weihnachtsmaus. Oh, du auch, ich auch. Und dann, wenn hier so viele Lichter sind. Und dann nehmen wir die Kinder mit. Ja, und ja, weiß ich nicht, was hier noch sonst so alles gibt. Ich glaube, hier so eine Schlittschuhbahn wird es auf jeden Fall geben. Vielleicht auch so ein bisschen Glühwein. Vielleicht ein paar Weihnachtsstände. Und ja, den Sam, den es hier gibt. Den wird es auch in der Weihnachtsversion geben. Es gibt den ja schon in der Halloween-Saison als Zick und Weihnachten wird es wahrscheinlich da auch noch mal was zu geben. Aber da gucken wir dann mal, wenn dann halt wirklich die, hoffentlich in diesem Jahr noch mal die Schneeglöckchen vom Himmel kommen. Nein, was kommen? Schneeglöckchen? Schneeflöckchen? Oh Gott, ja, Schneeflöckchen. Komm ich denn jetzt auf Schneeglöckchen? Das weiß ich auch nicht. Die kommen erst an Ostern raus. Guck mal, die fällt jetzt schon zum dritten Mal leer. Ja, die müssen das erstmal testen jetzt ja. wieder. Wie gut, ja. dass wir die schon gefahren sind. Ja, gut. Kann halt ja immer mal sein. Nur das Problem ist halt, wir sitzen hier die ganze Zeit und warten. Und warten. Und warten. Und denkst du, ach komm, machst du noch mal eine Aufnahme? Ja, kam nichts. Das wissen wir auf jeden Fall Bescheid, ne? So, ja. Wo wir jetzt wahrscheinlich auch Bescheid wissen gleich ist, wie das denn halt so im Herbst eine Wasserattraktion ist. Und zwar Excalibur. Eben hier noch ganz viel Wartezeit. Jetzt nur noch 15 Minuten. Und deswegen sind wir nämlich auch hier wieder am Stüssel. Wir fahren eine Runde Wasserbahn. Ja. Beziehungsweise Rafting. Ich habe eine lange Weste an für meinen Popo, damit er trocken bleibt. Und wenn ich doch sehr nass werde, habe ich noch eine Ersatzjacke mit. Ja. Und völlig vorbereitet. Sehr gut. Und im Sommer machen wir das gleiche dann nochmal mit weißen T-Shirts. Und Bikini. Jawohl. Was ist denn hier mit meiner Mütze? Guck mal, die will angezogen werden. Trägst du dann auch Bikini? Immer. Immer. So, oh, ich mach mich bereit. Ja. Und dann kann es losgehen. Beim letzten Mal bist du gar nicht in nass geworden. Ja, deswegen ja. So, raus aus der nassen Höhle. Wir waren nicht bei Van Helsing. Wir haben nämlich vorhin ein Rätsel gemacht. Ja. In Düsterheit. In Düsterheit. Und wir haben dann halt gefragt, ja, wo wird denn jetzt das Rätsel hingehen? Das war nicht Van Helsing, sondern es war Excalibur. Aber das wusstet ihr ja schon. Ja. Hast du ein bisschen was von der Thematisierung mitbekommen? Nein, ich habe irgendwie das Gefühl, du bist die ganze Zeit nur mit dir beschäftigt gewesen. War ich auch. Warum? Weil ich nass geworden bin. Ja, aber das wirst du ja so oder so. Ja, und trotzdem will ich ja wissen, von wo ich nass werde. Achso, also das heißt, wir müssen jetzt nochmal fahren? Damit Nein, es standen 15 Minuten da. Und das wir stimmt. waren eine Stunde, mindestens. Ja, das habe ich aber jetzt auch nicht verstanden. Gut, also normalerweise, wenn man auf dem Park ist, dann weiß man, wenn die draußen stehen, dann ist das halt schon lang. Aber du weißt ja nicht, ob die das halt irgendwie abkürzen oder die Leute. Früher war es ja so, auch ab dem Eingang halt immer nur halbchenweise dann halt rein. Nee, wir standen halt jetzt komplett und das waren halt keine 15 Minuten. Es war halt vielleicht 3 oder 4 oder 5 war so lang, ich weiß es nicht. Ja, es stand aber 15, sonst wären wir ja gar nicht reingegangen. Ja. Zumindest nicht jetzt. Ja. Denn jetzt schon seit ein paar Minuten, eigentlich war es ja schon, als wir reingegangen sind. Genau. Wie ist es? In einer Viertelstunde geht es los. Noch, ja. Die ganzen Halloween-Figuren kommen raus. Und das ist für uns an dieser Stelle der Zeitpunkt, dieses Video zu beenden. Ja, und das nächste zu starten. Genau, denn von Halloween gibt es natürlich nochmal hier ein eigenes Video. Und wie fandest du jetzt die Bahn? Also du bist ein bisschen nass geworden. Es gab einen Typen bei uns in der Bahn. Den hat es richtig erwischt. Ja, und der hat die volle Breitseite ab. Und du so ein bisschen hier, aber es ist nicht... Ja, es geht. Ist nicht weiter tragisch. Nee. Beim letzten Mal bist du nasser geworden. Das ne? stimmt. Ja. Und Melly hat noch eine Wechseljacke dabei. Genau. Das war's ja. von diesem Tag.
Wir wussten, dass wir nicht alles schaffen an so einem vollen Samstag. Wir haben auch gehört, dass alle Maces heute ausgebucht sind. Es gibt nichts mehr. Ja. Du kannst nichts mehr buchen. Ich glaube nur noch die Show. Ja. Aber ansonsten ist alles weg. Ist alles weg. Ja. Wie fandst du denn den Tag heute? Ich fand ihn super. Ich liebe den Park. Was fandst du am besten von den Attraktionen? Gut, wir haben jetzt halt nicht so viel geschafft, aber die Hauptattraktionen, die haben wir ja dann doch geschafft. Ja, ich fand alles gut. Es gab eigentlich nichts, was ich nicht gut fand. Ich liebe diesen Park. Wir kommen im Winter auf jeden Fall wieder. So. Ja, ich hoffe. Ja. Gut, wir gruseln uns jetzt noch ein bisschen und würden sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt, Melli gruselt sich mit Ben im Freizeitpark oder hat Spaß oder wird nass oder weiß ich was. Ja. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt noch einen schönen Abend. Das werdet ihr in einem anderen Video sehen. Wahrscheinlich kann das sein, dass es schon noch online ist. Guckt einfach hier auf dem Kanal vorbei. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Falls ihr Kommentare schreiben wollt, ja, dann macht das gerne. Unten, ihr wisst Bescheid. Und Like, Abo, Kommentare. Ja, natürlich. Und alles andere. Weil sonst sehen sie uns ja nicht mehr. Ja. Das wäre blöd. Und wenn ihr direkt Live-Bilder haben wollt, dann guckt auch mal bei Instagram vorbei, Phantomarena, denn da sind wir dann halt auch immer etwas aktueller als in den Videos, weil wir dann da halt vom Tag halt direkt berichten. Und über WhatsApp informieren wir auch noch. Oh ja, es gibt ja so den neuen WhatsApp-Phantomarena-Kanal, whatsapp.phantomarena.de. Ja. Da kriegt halt auch alle Informationen zu den Videos. So, genug Werbung, wir sehen uns nächstes Mal hier bei der Phantomarena. Macht's gut. Bis dann, tschüss!